ich bin Swayze. Und ich bin Jelly und herzlich willkommen bei German Dance Tutorials. In dem folgenden Video werden wir euch die erste und einfachste der drei Titanicfiguren erklären. Voraussetzung für alle drei Titanicfiguren ist der Crossbody Lead. Den findet ihr einmal hier oben irgendwo eingeblendet und in der Videobeschreibung. Der erste Teil der Titanicfiguren ist ein Grundschritt, in dem wir die Hände überkreuzen. Das heißt, der Mann nimmt mit der rechten Hand die rechte Hand der Frau und mit der linken die linke Hand der Frau. Die rechten Hände sind unten und die linken Hände sind oben. Diese ganze Aktion von Hände nebeneinander zu Hände überkreuzt machen wir während einem Grundschritt. Also in dem Fall machen wir erst einen normalen Grundschritt. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jetzt beim zweiten werden wir die Hände überkreuzen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Titanicfigur werden wir mit einem Crossbody Lead einleiten. Also 1, 2, 3. Auf 5, 6, 7 geht der Mann auf seine Position, öffnet die Hände, also der linke Arm geht über die Frau und die Frau dreht sich einmal dabei. 5, 6, 7. Sodass wir auf 7 hintereinander stehen. Sie auf der Titanic. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. In dieser Position stehen wir hintereinander, die Arme sind gestreckt. Alle drei Titanic-Figuren werden aus dieser Position gestartet. Der Mann geht auf 1, 2, 3 mit dem linken Fuß nach hinten. Und die Frau mit dem rechten nach vorne. 1, 2, 3. Auf 3 lässt der Mann die linke Hand los und die rechte Hand geht nach oben, um eine Drehung einzuleiten, im Uhrzeigersinn. Auf 5, 6, 7 macht der Mann einen ganz normalen Grundschritt und die Frau dreht sich dementsprechend. 5, 6, 7. Nach der Drehung sind wir angekommen. Die beiden rechten Arme sind noch zusammen. Wir fangen an mit einem ganz normalen Grundschritt, um unsere Arme wieder zu sortieren. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jetzt haben wir die Arme wieder ganz normal und können mit irgendwelchen Figuren oder dem normalen Grundschritt oder Drehungen oder was auch immer ihr wollt, weitermachen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Damit wäre die erste Figur der drei Titanic-Figuren schon abgeschlossen. Dann abonniert uns doch einfach und wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet, teilt das Video auf Facebook. Hier gibt es die Salsa Playlist, hier gibt es ein anderes Video von uns. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, falls ihr mit dem Handy oder Tablet online seid. Dort auch die Social Media Links. Viel Spaß beim Üben und bis bald!